Chano, willkommen zu einem neuen Dokkan Battle Video. Es war ja klar, dass irgendwann nach dem Aufstehen wieder mein LR erscheinen wird, weil die waren bis jetzt eigentlich immer so da, als ich halt aufgewacht bin. Und tatsächlich, heute haben wir wieder einen, und zwar fehlte natürlich noch, ich glaube, dann haben wir alle. AGL, das ist der, ja. Der monophysische Leader, wir haben INT Gohan, wir haben AGL Majin Vegeta, Tech Rose und Zamasu, STR Broly. Welchen Typen gibt es noch, Alter? Jetzt haben wir den physischen Trunks. Und ich habe da einen ausgelassen, oder? Gibt es nur fünf Typen, echt? AGL, STR, Physisch, INT, Tech. Ah, okay. Da waren es alle fünf. Stimmt, man kann ja sechs in ein Team packen. Einer ist dann doppelt. Wir haben jetzt also alle Typen, die LR sein können. Und der letzte ist halt ein Future Trunks geworden, was sich viele gewünscht haben. Aber viele meinten wahrscheinlich eher, dass sie den Future Trunks bei Gohan haben wollten. Also jedenfalls ging es mir so. Ich weiß nicht, wem sonst noch. Aber das hier ist ja wohl auch nicht schlecht. Wir haben jetzt nämlich einen LR Future Gohan. Trunks, Verzeihung, Trunks, der Freezer zerkattet. Und auf den gehen wir heute ein bisschen ein und übersetzen halt die Passive. Ich kenne die eh schon, aber ihr vielleicht noch nicht. In der ersten Form hat er, muss ich sagen, echt scheiß Stats. Diese HP sind. Wow. Jedenfalls physisches Ki plus 2, HP Attack and Defense plus 50, Passive Attack plus 80%. Ich glaube, das dürfte es gewesen sein. Ich habe mir die LR Passive übersetzt, die wichtigste halt. Dann die TOR Form, die ich absolut mit Broly tauschen würde. Also wenn es einen LR gibt, den ich gerne haben würde von den neuen, wäre es wahrscheinlich jetzt, also von denen, die es jetzt noch gibt, neben Gohan, wäre es wahrscheinlich er hier. Einfach nur, weil ich Broly als Leader tauschen will. Weil ein monophysisches Team ist cool, aber nicht mit Broly als Leader. Attack plus 100%. Und ich würde sagen, ich glaube, das fängt hier schon an. Wahrscheinlich auch in der ersten Form. Im mittleren, ja, ne. Was eine Chains of Crit ist halt die Frage. Er hat halt eine Chance zu critten mit seiner Passive einfach, ohne dass er es ausgebaut hat. Also physisches Type Key plus 3, HP Attack Defense plus 70%, Attack plus 100% ab und eine Chance zu critten. Prozentuale Chance weiß ich jetzt leider nicht. Dann haben wir den LR-Type, über den weiß ich jetzt Bescheid. Physisches Key plus 3, HP Attack and Defense plus 90%, die Passive 120% Attack Boost and High Chains to perform a Crit. Ich nehme an, davor war es Medium und beim ersten war es Low oder Rare Chains. Würde wahrscheinlich Sinn machen. Auf jeden Fall haben wir eine High Chains, dass er einfach mal crittet mit seiner Attacke, ohne dass wir es ausbauen müssen. Und muss sagen, damit hebt er sich schon von allen anderen physischen Leadern ab, weil wenn man so überlegt, naja, fast, die physischen Charaktere waren eigentlich immer so, dass sie Additional. Broly war damals der Erste, der eine Additional bekommen hat. Vegeta Blue kam hinterher mit seiner Additional, die eine Super wahrscheinlich sogar wird. Cooler hat auch eine Additional bekommen mit Chance auf Super. Omega hat eine Additional bekommen mit Chance auf Super. Was gab es noch an Physikern? Okay, das waren jetzt halt so die Gottlieder. Der einzige, der sich da auch schon versucht hat auszubrechen, war dann Gotenks. Der ist einfach bei dem Tech-Prinzip gefolgt, das ist also verständlich. Aber die physischen Charaktere waren meistens auf der Schiene unterwegs, dass sie halt eine Additional raushauen. Und Trunks versucht sich da gerade abzuheben. Das ist interessant, dass sie dem Physischen auf einmal Critical anstatt Additional geben. Einfach mal was Neues versuchen. Finde ich cool. Finde ich cool, da ich persönlich mit Critical auch viel mehr anfangen könnte. Dann hat er auch drei verschiedene Super-Attacks. Naja, quasi, er hat 12 bis 17 Ki hat er die Burning Attack, kolossaler Damage, Defense Raise mit 30% für 3 Turns. SR18 und darüber noch Ki, also, ne, er hat 2 Super Attacks und noch einen Bonus bei der 2. SR18, Moment, ich versuch's nochmal. SR bei Ki 18 plus ist dann Shining Sword Attack, Shining Sword Slash. Auch, nein, warte, nicht auch, sondern mega kolossalen Damage und Raise die Defense plus 30% für 3 Turns auch. Also, der Effekt ist der gleiche, aber er macht mehr Schaden und SA20 halt der Boost, Raise SA Damage by a large amount. Also er hat zwei Super Attacks, ganz normal. Und kann auch noch die Defense für 30% anheben, für, so wie ich das verstanden habe, alle. Also er kann auch tanken, vor allem beim LR ist 30% schon mal recht viel, auch wenn seine Defense nicht so doll wirkt. Das ist die Defense, die auch Omega hat. Obwohl ich weiß gerade nicht, mit den anderen LRs verglichen, mit dem Tube System kann man auf jeden Fall was rausholen. So viel zu ihm an sich, das Art. Es ist, naja, Freezer ist mit drauf, man soll halt zeigen, was er damals da einfach seine Stärke beweisen konnte. Also er hat Freezer vernichtet innerhalb von 2 Sekunden, das sollte halt seinen Stärkeboost enorm zur Schau stellen. Das wollen sie hier nochmal festhalten, aber ich glaube immer noch so ein LR Gohan, LR Future Trunks Moment wäre viel cooler gewesen. Aber das ist auch nicht schlecht. Vor allem das Art haben sie sehr cool hinbekommen, muss ich sagen. Nicht so viel Schattierung und sowas bei LR Goku und den Enoheads wurde ja noch sehr, sehr doll auf Schattierung gesetzt. Jetzt eher so auf, wie nennt man das? Wichtige Momente. Deswegen gefällt mir das hier sehr gut an der Stelle. Und wir haben auch schon seine Super-Tech-Animation geleakt bekommen, die jetzt ohne Sound abgespielt wird, weil der einfach ein bisschen zu laut wäre. Obwohl, mal gucken. Machen wir den Ton mal kurz an.
Macht immer ein Stück lauter als mich kurz und mich einfach still, damit man den auch sicher hört. Und die Musik aus. Ja, das machen wir jetzt nochmal kurz in Stumm und gucken uns das an, also einfach mal so durchschnell. Dass sie es immer auf einfacher Geschwindigkeit haben. Er ist in einem Mono-Hero-Team mit Doppel-God-Tanks-Leader. Ja, perfekt. Und ich weiß nicht genau, was der Goku kann, aber ich nehme an, er boostet physische Typen, einfach, dass er hier nochmal einen kleinen Boost kriegt. Und kämpft natürlich gegen den Mecha-Freezer. Einfach nur, um es zu zeigen, so schön. Ich nehme an, er hat hier schon eine Ulti gemacht gehabt, deswegen sein Damage reduziert, also deswegen Freezer so wenig Damage macht, um ihm nochmal zu zeigen, wie er tanken kann. Könnte aber auch an der normalen LR-Defense liegen. Und dann kommt er schon mal mit der Ulti über 1 Million. Das wäre auch peinlich, wenn nicht bei einem LR. Eine Mono-Hero-Team 1,4 Millionen. Ich nehme mal noch maximaler Super-Attack 20. Das ist... Ah, das ist okay. Das ist Damage, der für ein LR okay ist. Aber er zeichnet sich halt dadurch aus, dass er eine hohe Chance auf ein Critical hat. Was er hier auch gezeigt hat. 2,6 Millionen. Und man muss ihn einfach... Da man ihn noch weiter skillen kann, hat man am Ende einen Charakter, der eine High Chains of Critical hat und eine Stufe 5 Additional Chains. Das ist Killer. Das ist echt Killer. Muss man sagen. Von LR ist auf jeden Fall besser als AGL Vegeta. Besser als Broly, würde ich sagen. Broly ist halt fürs World Tournament nur gut. Bei Gohan weiß ich es noch nicht und bei Tech Rose weiß ich es auch noch nicht. Aber ich glaube, ein bisschen besser als Tech Rose ist er schon. Mit Gohan könnte er... Ja, Gohan ist eigentlich immer noch der am meisten Damage-Output hinkriegen könnte, weil er halt Nuker ist. Aber so viel zum LR, den wir bis jetzt hier, so viel an den Infos, die wir zum LR bis jetzt haben. Er wird natürlich summonbar sein in einem neuen Banner auf JP. Uns wird er in Global in 6 Monaten circa treffen. Auf JP wird er die Tage jetzt einkommen. Und schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr so von den neuen LR haltet. Damit sind ja alle Typen abgedeckt. Hättet ihr euch was anderes gewünscht oder hättet ihr euch ihn halt im Gohan-Star, also mit Gohan gewünscht, so wie ich es mir gewünscht hatte? Schreibt es doch gerne in die Kommentare, lasst eure Meinung dazu da. Können wir ein bisschen drüber streiten, was die hätten besser machen können. Das war's mit dem heutigen Dokkan-Battle-Video. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. In der Beschreibung findet ihr auch einen Link zu einer Dokkan-Facebook-Gruppe, wo ihr über den LR auch diskutieren könnt. Dort wurde er auch schon heftig gepostet. Wir sehen uns morgen oder später vielleicht noch bei einem neuen Dokkan-Battle-Video wieder. Bis dahin, haut rein, vielen Dank fürs Zusehen, Tschernobyl und ciao!